Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, zuerst mal zu Herrn Fröhling. Wenn Sie bisher nicht wahrnehmen konnten, dass Fahrradfahren im Kopf nicht sicher ist, dann hören Sie auf die 22.000 Unterschriften. Die sind ein klares Signal, dass man sich auf dem Fahrrad im Kopf nicht an jeder Stelle sicher fühlt und dass da noch einiges nachzuholen wird. Aber ich glaube, es passt ganz gut zusammen, was für ein weiter Weg das in Kassel noch ist. Es wird tatsächlich zu einer Fahrradstadt werden. Tatsächlich hat mir Frau Koch auch einiges vorweggenommen, was wir an dem aussehen lassen. Ja, ich weiß, es ist nicht so gestärkt, manche der SPD-Fraktion. Frau Koch hat ja schon angesprochen, was den Ratentscheid ausmacht. Und wie ging es jetzt, als ich das erste Mal den Antrag gesehen habe, dachte ich mir, ja, schön, da bewegt sich was. Die Koalition entdeckt das Fahrrad, der Ratentscheid wirkt, das geht in die richtige Richtung. Und dann habe ich mir den genauer angeguckt. Also er heißt ja eben Goethestraße vom Rudolfsplatz bis zur Greifensteinstraße. Soll die Fahrradstraße eingerichtet werden und die Umsetzung soll im Rahmen des Radverkehrskonzepts erfolgen. Wenn man sich jetzt die Goethestraße anguckt, dann ist ja da genau auch das Problem der Querparkplätze. Also ich will hoffen, dass wenn da eine Fahrradstraße kommt, dass die tatsächlich dann auch angegangen werden. Wenn man diese Parkplätze dort wegnehmen würde oder Senkparkplätze machen würde, wäre tatsächlich sehr viel mehr Platz für den Fahrradweg, weil das genau das Problem von den Fahrradstraßen ja genau sonst nicht aufgefangen wird. Unser zweiter Punkt ist, dass man schon über die Kreuzung hinweggehen muss. Also unser Änderungsantrag ist ja, dass die Fahrradstraße über die Kreuzung hinausgehen würde, beziehungsweise wie Herr Fröhling sagen würde, über den Knotenpunkt hinausgehen würde, wo es genau darum geht, die Sicherheit zu stärken, weil das oft genau das Problem bei Fahrradstraßen ist, wenn es dann an der Stelle nicht gefährlich wird für die Fahrradwege plötzlich auch. Deswegen würde ich da bitten, dass Sie zustimmen oder sich das zumindest in der Umsetzung noch überlegen. Der zweite Punkt, den wir gerne geändert hätten, ist ja, dass man auch ein konkretes Datum eingibt. Also bis 2021 soll das umgesetzt werden. Bis jetzt steht da noch vage im Rahmen des Radverkehrskonzepts. Nun ist das Radverkehrskonzept ja noch nicht verabschiedet, geschweige denn, dass es auch mit dem Umsetzungskonzept und mit finanziellen Mitteln hinterlegt ist. Von daher nützt es uns nicht viel, wenn es dann in dem Papier drin steht, sondern es muss eben auch konkret ausgestaltet werden. Ja, also von daher war unser Eindruck bei dem Antrag eigentlich, dass es jetzt eher eine, wo die Stadt sich wieder brüstet, wie viel sie für den Fahrradverkehr tut, um den Radentscheid auszubremsen und zu sagen, eigentlich ist das ja gar nicht notwendig. Ich hoffe, dass sich das in der Zukunft ändert. Der Druck vom Radentscheid ist da. Ich denke, das ist auch deutlich geworden. Ich hoffe, dass die Ziele so hochkommen, wie sie sind, weil wenn man sich die Forderungen des Radentscheids anguckt, dann ist es ja bereits ein Kompromiss. So viel weiter nach unten finde ich. Also es hätte ja noch viel mehr Forderungen gegeben, die aber geprüft worden sind, was dann auch umsetzbar ist. Es sind ja die ganzen Schätzungen gemacht worden und die Forderungen, die aufgestellt werden, das sollte eigentlich gemacht werden, damit tatsächlich dann struktureller Wechsel in Kassel stattfindet und man zu einer eigenständigen Planung kommt. Und damit hoffe ich, dass der Ratentscheid das schafft, was die Grünen in der Vergangenheit nicht geschafft haben. Jetzt,